Wenn da irgendwas Komisches in der Nachbarschaft los ist, wen ruft ihr dann an? Naja, ich hoffe doch die Polizei. Gehen wir aber von Hollywood aus, gibt's nur eine Lösung, die Ghostbusters. 1984 wurde das geisterjagende Quartett über Nacht zu einem Klassiker der Kinogeschichte. Kein Wunder also, dass ein paar Jahre darauf ein Nachfolger erschien. Statt Zool und dem Stay Puft Marshmallow Mann gab es dieses Mal bösartigen Schleim und Vigo, die Geisel der Karpaten. Eine Szene, die mich im Kino absolut begeistert hat, war, als die Ghostbusters die Freiheitsstatue klarmachen, um Vigo zu besiegen und die eiserne Lady mit einem Nintendo Advantage Controller steuerten. Das hat der kleine Nerd in mir damals total gefeiert und war dann auch Gesprächsthema Nummer 1 in meinem Freundeskreis. 2016 kam der nächste Ghostbusters-Film, eine Art Reboot, dieses Mal mit 4 Frauen in der Hauptrolle. Und auch wenn der Film nicht wirklich gut ist, so ist er in meinen Augen nicht annähernd so schlecht, wie er von vielen Leuten gemacht wird. Mit Ghostbusters Legacy will man nun aber direkt an die ersten beiden Teile anknüpfen. Regie führt hier Jason Reitman, der Sohn des Regisseurs von Ghostbusters 1 und 2. Auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, sind das in meinen Augen keine schlechten Voraussetzungen. Ich will aber mal auf die Welt der Ghostbusters-Videospiele zurückblicken. Denn nicht nur, dass der NES Advantage Controller integraler Bestandteil bei der Rettung von New York war, die Ghostbusters hatten über die Jahre auch etliche virtuelle Auftritte. Nur wenige Monate nach dem Kinostart von Ghostbusters im Juni des Jahres 1984 folgte das Videospiel zum Film für den Commodore 64. Entwickler Activision hatte nur ein paar Wochen Zeit, das Spiel fertigzustellen, da sie erst nach dem Erscheinen des Films die Lizenz von Columbia Pictures angeboten bekamen. Die einzige Voraussetzung war, dass das Spiel so schnell wie möglich auf den Markt kommen müsse, um die Gunst der Stunde, in diesem Fall die Popularität des Films, so lukrativ wie möglich zu nutzen. Das ist natürlich keine optimale Situation für einen Entwickler. Activision hatte allerdings ein Spielkonzept namens Car Wars in der Schublade, aus dem man ein Ghostbusters-Spiel machen könnte. Verantwortlich dafür war dann Entwickler David Crane, der mit Pitfall bereits den Urgroßvater von Tomb Raider erschaffen hatte. Bei Ghostbusters stehen euch am Anfang $10.000 zur Verfügung. Dafür kauft ihr ein Auto und entsprechendes Geisterjäger-Equipment, das ihr darauf installiert. Dann geht's los auf einer Karte, wo ihr mit dem Ghostbuster-Logo herumfahrt, während der PK, der Psychokinetikwert, immer höher steigt. Blinkt ein Häuserblock rot, ist er von Geistern befallen. Nun könnt ihr das Fahrspiel triggern, wenn ihr mit dem Ghostbuster-Logo zum rot blinkenden Block fahrt. Dann seht ihr euer Auto von oben und könnt Geister einsaugen, wenn ihr die richtige Ausrüstung installiert habt. Danach steuert ihr die Geisterjäger, legt eine Geisterfalle aus und müsst versuchen, den Geist zu fangen, was dann wiederum Kohle bringt. Und Geld ist hier enorm wichtig, denn nur wenn ihr am Ende genügend habt, könnt ihr versuchen, am Marshmallowmann vorbeizukommen, um dann auf dem Hochhaus Zools Tempel zu zerstören. Das Spiel war ein absoluter Hit, was sicherlich auch am grandios umgesetzten Soundtrack und den Sprachsamples lag. Außerdem dürfte Ghostbusters das erste Spiel sein, welches ein New Game Plus bot. Wenn man Zool besiegt hatte, bekam man am Ende eine Nummer. Gab man diese am Anfang ein, konnte man ein neues Spiel mit dem verdienten Geld des vorherigen Runs anfangen und so eventuell noch teureres Equipment kaufen. Ghostbusters wurde noch auf einige andere Systeme portiert, wie NES und Master System, mit teils kleinen Änderungen. In der Nintendo-Version zum Beispiel musste man das Hochhaus von Zool hochlaufen und sich dabei an allen Geistern vorbeischleichen. . 1987 folgte The Real Ghostbusters, welches nicht auf dem Film, sondern der Zeichentrickserie basierend auf dem Film aufbaute. In der Serie erleben die Ghostbusters natürlich auch jede Menge übernatürliche Abenteuer. Das Spiel erschien für die Spielhalle und später auch für andere Plattformen wie dem Amiga. Heute würde man dieses Spiel als einen Twin-Stick-Shooter bezeichnen. Aus der Vogelperspektive steuert man einen der Ghostbuster durch diverse Level und ballert mit seinem Protonenstrahl auf jede Menge Monster und sammelt Geister ein. Am Ende der Stage wartet dann ein Bossgegner auf euch. Besiegt ihr diesen, sammelt ihr einen Schlüssel ein und kommt so zum nächsten Abschnitt. The Real Ghostbusters war okay. Grafisch als auch spielerisch halt eben ein typischer Spielhallenvertreter der damaligen Zeit.
Natürlich gab es auch zum zweiten Film ein Videospiel, wobei ein Videospiel da etwas zu kurz greift. Es gab mehrere Ghostbusters 2 Spiele. Da war die PC-Version. Diese wurde von Dynamics entwickelt und fängt damit an, dass man im Gerichtssaal erstmal gegen die Scoleri-Brüder kämpft und diese einfangen muss. Ihr bewegt eure Figur am unteren Rand des Bildschirms und ballert dabei dann nach vorne und versucht, die Geister zu fangen und Schaden zu vermeiden. Das ist die Hauptspielmechanik, die in den meisten Leveln zum Einsatz kommt. Schleim musste man allerdings auch einsammeln und diesen testen, um daraus dann positiven Schleim zu machen. Erst dann konnte man mit der Freiheitsstatue durch New York stapfen und durfte dabei nicht zu viele Autos zerstören. Witzig ist hier, dass man auch ein NES Gamepad sieht, aber eben nicht den Advantage Controller, sondern das reguläre Pad. Am Ende gab es dann natürlich noch einen Kampf gegen Vigo. Die andere Spielversion für Heimcomputer wie Amiga und Atari ST besteht insgesamt aus 3 Spielsegmenten. Im ersten Abschnitt müsst ihr euch langsam abseilen, Geister abwehren und dabei 3 Teile des Probensammlers aufheben, bevor ihr dann den Schleim auflöffelt. Danach geht's ebenfalls in die Freiheitsstatue, allerdings ist das Level eher ein Sidescrolling Shoot'em'up. Und dann geht's natürlich gegen Vigo, dieses Mal aus der isometrischen Perspektive. Das Problem an dieser Version war vor allem auch der häufige Diskettenwechsel und die damit verbundenen Wartezeiten. Zu guter Letzt ist da dann noch die NES-Version, die 1990 auf den Markt kam. Auch das Spiel folgt natürlich der Story des Films, präsentiert sich aber etwas mehr als traditioneller Sidescroller. Als Ghostbuster rennt ihr von rechts nach links, was etwas komisch wirkt, da man in den meisten Spielen dieser Art von links nach rechts läuft, steuert immer wieder mal Ektor 1 in Fahrabschnitten. Wie in anderen Spielen darf natürlich auch die Freiheitsstatue nicht fehlen. Grafisch war das Spiel nicht gerade ein Highlight und vom Schwierigkeitsgrad leider recht frustrierend und teils einfach unfair. Das war's aber immer noch nicht mit Umsetzungen von Ghostbusters 2. Auf dem NES gab es nämlich noch aufgrund von Lizenzproblemen mit Activision erschien New Ghostbusters 2 für das NES nie in den USA, sondern nur in Japan und Europa. Entwickelt wurde das Spiel von Hell Laboratory Inc. und ist ein Actionspiel aus der Vogelperspektive. Ihr wählt 2 der 5 Ghostbusters aus und los geht's. Moment. 5 Ghostbusters? Genau, denn Louis Tully ist hier ebenfalls spielbar. Und warum wählt man 2 Charaktere aus? Nun, die erste Figur steuert ihr selbst und schießt mit dem Protonenpack auf die Geister, um diese an Ort und Stelle zu lähmen. Figur Nummer 2 wird größtenteils von der KI gesteuert und ist für das Fangen der Geister verantwortlich. Per Knopfdruck schießt ihr mit Figur 2 die Geisterfalle ab, um die spirituellen Gegner dingfest zu machen. Insgesamt gab es hier 6 Level, inspiriert vom Film, wie zum Beispiel das vollgeschleimte Abwasser System oder das Kunstmuseum. Was hier allerdings komplett fehlt, ist Ektor 1 und die Freiheitsstatue. Dennoch ist New Ghostbusters 2 das weitaus bessere NES Ghostbusters 2 Spiel, spielerisch als auch grafisch. Segas Mega Drive bekam 1990 noch ein ganz eigenes Ghostbusters-Videospiel spendiert, das natürlich von den Filmen inspiriert wurde, aber eine eigene Geschichte hatte, die trotz bekannter Gegner wie Slimer und dem Marshmallow-Mann nichts mit den Filmen zu tun hatte. Erdbeben hatten New York erschüttert und sorgten nun dafür, dass Geister die Stadt heimsuchen. Deshalb müssen natürlich die Ghostbusters her, um abermals die Metropole zu retten. Was allerdings fehlt, ist Winston Zeddemore als spielbarer Charakter. Warum? Dafür gibt es leider keine Erklärung. Die restlichen 3 Charaktere, Ray, Venkman und Egon, sind spielbar, unterscheiden sich aber ein wenig bei den beiden Attributen Geschwindigkeit und Ausdauer. Dann wählt ihr eines der ersten 4 Level aus, die mit einer Geldbelohnung locken, sobald ihr das Level beendet habt. Mit dem verdienten Zaster könnt ihr dann wiederum Items und Waffen kaufen, die euch das Leben leichter machen. Erst wenn ihr die ersten 4 Level geschafft habt, schaltet ihr die letzten beiden Abschnitte frei. Ghostbusters ist ein recht gutes Run-and-Gun-Spiel, das grafisch aber damals nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit war. Die Charaktere sahen zwar charmant aus und sind schön animiert, die eigentlichen Level aber sind relativ detailarm und boten wenige technische Spielereien im Vergleich zu anderen Titeln der damaligen Zeit.
Kommen wir nun zu dem Spiel, das Dan Aykroyd als quasi dritten Film betitelte, nachdem man über die Jahre keine weitere Fortsetzung für die große Leinwand auf die Beine stellen konnte. Bei Ghostbusters The Video Game, dem quasi inoffiziellen dritten Teil aus dem Jahre 2009, sind die Originalschauspieler am Start, die ihren virtuellen Gegenstücken mit ihren Stimmen Leben einhauchen. Und sowohl Dan Aykroyd als auch Egan-Darsteller Harold Ramis, die für das Drehbuch der ersten beiden Filme verantwortlich waren, schrieben bei der Story mit. Wir als Spieler schlüpfen aber nicht in die Rolle der bekannten Figuren, sondern sind quasi ein Lehrling, der im Spiel immer wieder mal mit dem Team unterwegs ist. Das Spiel greift Handlungsstränge der beiden Filme auf. Im Endeffekt geht es darum, dass Ivo Shandor, der Architekt des Gebäudes, das im ersten Film als Portal für Goza konzipiert war, die Welt unterjochen will. Das Spiel ist natürlich voll mit Anspielungen auf die Filme und fängt den Charme und Humor auch wirklich hervorragend ein. Alleine sich frei in der Feuerwache bewegen zu können, dürfte der Traum vieler Fans sein. Die Dialoge von Ray, Venkman, Egan und Winston sind einfach grandios. Good work. Are you all right? Nice going. You might really be the right person for this job. Yes, you have destroyed a significant section of a 5-star New York hotel in just under 3 hours. Your mother and I are so proud. Aren't we, Egan? Im Endeffekt ist Ghostbusters The Video Game eine Ode an die Geisterjäger-Truppe. In Sachen Gameplay hat der Titel zwar definitiv seine Schwächen und die eigene Spielfigur ist komplett uninteressant, das Spiel macht das aber über die Musik, Charaktere, Humor und Atmosphäre locker wett. 2019 erschien eine Remastered-Version dieses Spiels für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Über die Jahre erschienen natürlich noch weitere Ableger im Ghostbusters-Universum, wie zum Beispiel diverse Extreme-Ghostbusters-Teile und Ghostbusters Sanctum of Slime, das 2011 auf den Markt kam und bei Kritikern als auch Fans durchfiel. Ein ähnliches Schicksal ereilte 2016 auch Ghostbusters von Fireforge Games. So wie es aussieht, stehen auch erstmal keine Videospiele mehr im Ghostbusters-Universum an. Etwas, das sich natürlich ändern könnte, wenn der neue Ghostbusters-Film erfolgreich an der Kinokasse ist. Bis jetzt habe ich allerdings recht viel Gemischtes zum neuesten Streifen gehört. Anschauen werde ich ihn mir aber natürlich dennoch und auch darauf hoffen, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder ein Ghostbusters-Spiel bekommen. Hoffentlich ein gutes.